16,6% der Kinder und Jugendlichen in Liechtenstein sind zu dick. An den Schulen soll mit dem Gesundheitsförderungsprogramm Gorilla das Bewegungs- und Essverhalten positiv beeinflusst werden. Natürlich fängt gesunde Ernährung und Bewegung auch im Elternhaus an, aber die Schule kann einen Beitrag leisten, einen wichtigen Beitrag leisten. Und das ist mit dem Grund, warum das Gorilla heute hier an der Schule interessiert ist und das Projekt hier lanciert. Gorilla ist ein Projekt zur Gesundheitsförderung von Jugendlichen und von Kindern an den Schulen. Es ist ein Projekt, wo man versucht, die Jugendlichen auf eine ganz witzige, auf eine bisschen freakige Art und Weise zu erreichen. Es werden so verschiedene Sachen angeboten, Workshops angeboten. Der lustigste war, als ich mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren bin, habe ich etwa 15 Jugendliche gesehen auf diesen Longboards am Skaten, ganz lässig. Draussen sind sie mit Freestyle-Velo rumfahren. Irgendwo hat es noch einen veganen Essensstand. Und offenbar sind das ganz verschiedene Sportarten, wo man die Jugendlichen auf ganz gute Art und Weise abholen kann. Wissenstransfer an Kinder über die Ernährung, über Recycling, über Nachhaltigkeit, auch was passiert mit all dem Abfall zu machen und vor allem auch die Freude am Freestyle-Sport, an der Bewegung und das weitergeben, das ist schon das grösste Anliegen. Der grösste Vorteil ist eindeutig der, dass man nicht vereinsbunden ist. Das heisst, man kann gut trainieren, wenn man will, man ist mit Kumpels zusammen, man ist von aussen und die Chance, dass jemand, der über den Freestyle-Sport nachher eine Fähigkeit oder Selbstvertrauen verlangt, auch mal in einer Mannschaft einen Sport auszutreiben und in einen Verein hineinzugehen, ist viel grösser, als wenn er gar nie in Kontakt mit Bewegung gekommen wäre. Wenn man so mal von außen drauf schaut, sieht man da ganz freakige junge Kerle und junge Frauen, die da rumlaufen und mit den Jugendlichen dran sind. Was ich aber gesehen habe, wenn ich die Jugendlichen anschaue, die haben riesen Plausch, die jungen Menschen, die mit ihnen da die Sportarten machen. Es ist also ein hervorragendes Projekt und vor allem habe ich das Gefühl, werden Kinder dort abgeholt und die Jugendlichen dort abgeholt, wo sie sind.